Das miese Monster. Hallo, miese Monster. Pum. Ja, jetzt. Stirb auch. Ja, hier, komm. Ja. Silber. Ich will doch nur Chrom. Ich will doch nur Chrom. Ayoyoyo, na? Oh, jetzt ist meine. Juhu und Juchai. Ich muss mal kurz nach oben laufen. Mein Schlachtwerkzeug zücken. Einmal kurz. Wieso ist. Bin ich bescheuert oder was? Ich glaube, ich schmeiß die Mod wieder raus. Oha. Oha. Da geht's runter. Aber kein. Auch wieder nur Silber. Zinn? Zinn sieht ja aus wie Silber, ne? Silber sieht so dunkel aus. Ah, siehste. Ah, so. Dann haben wir jetzt ja gleich überall Licht. Und dann können wir uns mal in Ruhe umgucken hier. Ich kümmere mich gleich. Der Papa ist gleich da, keine Sorge. Ach du Scheiße, da geht das auch noch weiter. Nee, doch nicht. So, und solche Löcher entstehen dann hier, wenn man dahin läuft und es ist hell. Genau wie da hinten. Aber überall nur. Oh. Überall nur irgendwie Zeug. Und nicht das, was ich haben will. So, Dauerfeuer mit. Funktioniert nicht, ne? Man muss mal ganz kurz ein Momentchen warten. Was machen wir denn jetzt hier? Okay, hier ist mal weiter. Was ist denn da? Ach, eine Spinne. Hallo Spinne. Das wird aber definitiv nicht mehr reichen. Ja. Genau. Oh, und Fackeln ist auch jetzt alle, ne? Jo, jetzt haben wir die Motten noch, das heißt, wir nutzen sie auch noch einfach mal. Ah, da ist aber auch nichts weiter, ne? Silber. Ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen was mit, dass die Tour nicht ganz umsonst war. So. Also offiziell ist das hier keine Höhlentour, sondern Vorbereitung zum Craften von Dingen. Ist aber ergiebig hier, ne? Richtig viel ausführlich hier. Meine Güte.
Zinn, zinn, zinn. Jo, damit wäre das dann hier erledigt. Wo kamen wir denn her? Da kamen wir her. Da hinten sind wir hingelaufen. Okay. Okay, okay, okay. Wir können ja nochmal gucken. Chrome. Chromium. Chromium muss gebrannt werden aus Zeug. Weil, naja gut, das Rezept halt nicht erkannt wird. Und Error, 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 Error. Ich riskiere das jetzt einfach nochmal mit dem Browser. Nicht, dass das wieder anfängt zu flaggern hier und alles wieder kaputt ist. Chromium. Chromium, noch mal richtig schreiben, dann kriegt man das auch hin. So. It's found from elevation minus 100 downward. So tief waren wir gar nicht, ne? Wir hätten vielleicht mal ein bisschen tiefer gehen sollen. It's a moderately common material. Ja, die Höhentour war völlig vergebens, weil wir einfach nicht tief genug waren. Ausgezeichnet. Was soll's, wir wiederholen das Ganze einfach nochmal. Das heißt, ich kippe mal kurz ein bisschen Zeug hier weg. Zack, 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 zack. Dann machen wir ein paar Fägeln. Und dann nehmen wir doch mal unsere alte Höhle und gucken mal, was es da so gibt. Kobbel kommt hier auch rein. Jetzt habe ich den einmal mitgenommen und gar nicht voll gemacht, ne? Ja, ja, immer einen vollen Eimer Wasser dabei haben bei einer Höhlentour. So, von wegen Lava und so und Fahrstuhl und hast du nicht gesehen. So, dann achten wir jetzt mal oben drauf auf den Wert, der da vorne kontinuierlich fällt. Ey, 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 ey. Weg ist er. Du schon wieder. Frau Bratbäcker, das verrückte Huhn ist wieder da. ja, jetzt kommen wir hier nicht runter. Wo kommen wir denn hier mal irgendwie? Kann man denn hier irgendwo absteigen? Auf der anderen Seite konnte man, glaube ich, absteigen, ne? Also hier hoch. Ich weiß das doch alles nicht mehr. Also wir müssen auf jeden Fall auf minus 100 und runter. Ach, eine Spinne. Ich dachte gerade, da ist ein Schaf. So. Hui. Oh. Oh, das war knapp. Da bin ich ja fast abgerutscht. So, wo sind wir denn hier? 88. 90, 96, 99, minus 100. Okay, jetzt müssten wir hier irgendwo dann bei Zeiten mal Chrom finden können. Ratte. Da war Sackgasse, ne? Das ging nur da hinten wieder hoch. Oder? Haben wir uns hier, wir haben uns hier mal runtergebaut, ne? Aua. Ja, wir haben uns hier mal runtergebaut. Das heißt, einmal Wasser rein. Wasser wieder raus, reinspringen und schwimmen. Es geht abwärts. Wir haben noch ein bisschen Fackeln hier. Da vorne geht's abwärts, okay. Ja, unter Wasser funktioniert die nicht. Ah! Bin ja auch ein Idiot. Laufen wir nochmal hin. Ich habe mir ja grob gemerkt, wo das war. Nein, habe ich nicht, aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem finden. Ja, ich muss noch den Eimer Wasser mitnehmen. Habe ich hier zufällig einen Eimer drin? Sonst komme ich da nicht nochmal wieder runter.
Na, komm. Heute klappt alles super. Ich bin begeistert. Die Aufnahme lohnt sich gar nicht. Werden übrigens wieder zwei Folgen. Jetzt schon. Ich sollte mir vielleicht vorher einen Plan machen, was ich machen will. Und vielleicht auch mal so ein bisschen offscreen oder off camera oder wie auch immer. Auf Aufnahme. Mal so ein bisschen vorbereiten, was ich mache. Als Idee. Könnte man machen. Werde ich wahrscheinlich sowieso nicht machen. Und ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. So, ich bin da irgendwie. Hallo Spinne, ich habe gerade leider überhaupt keine Zeit für dich. Ich bin hier irgendwie runter. Hoppa. Sterbe ich gleich nochmal. Ist der zweite Eimer auch weg. Upp. Hier irgendwie runter. Oh, Spinne, nein. Jetzt nicht. Ich spiele nachher mit dir. Da, wo ich meinte, es wäre Sackgasse. Ich glaube, da ist das Loch, wo ich reingefallen bin. Gesprungen bin. Oh, Spinne. Ich habe doch gesagt, jetzt nicht. So. Auf ein neues. Diesmal lasse ich es ein bisschen länger laufen. So, einmal Wasser einsammeln. Och, ey, komm. Weil da diese blöde Fackel jetzt im Weg ist. Moment. Gut. Auf ein neues. Weißt du was, diesmal? Diesmal, mein Freund. Diesmal machen wir das anders. Nur das richtige Zeug finden. Diesmal. Upp, was habe ich denn hier gerade? Na gut, es würde sowieso nicht reichen. Deswegen brauchte ich das jetzt eigentlich nochmal. Wegen hier irgendwas, ne? Was kann man denn daraus machen? Ah ja, genau. Nee. Nee. Es hatte ja irgendwas mit der... Oh, hey. Hm. Ah. Vielleicht hilft's ja. LV. Ach nee. Hydro war das. Hydro. Stainless Steel. Ah ja, ich wollte, genau. Wir können das mal ausprobieren, wie viel es dafür gibt. Die Knochen, die bleiben hoffentlich noch ein bisschen liegen. Wie viel war das 1 zu 1? Das war ja wahrscheinlich 1 zu 1, ne? Da müsste es denn ja theoretisch zwei, hab's, zwei für geben. Aber sonst wäre ja ein bisschen unfair. So. Eins und eins. Mehrere und eins. Eins und mehrere, aber ich glaube, das ist egal, ne? Chromium und vielleicht craften. So, den Chromium auf meinem Computer mal öffnen. Gucken wir doch nochmal nach. Ist ja alles gar kein Problem. Wir haben ja alles hier. Chromium. Stainless Steel war das, ne? So, Chromium is supplied by Technic. It's formed from the hardware. Genau. Its main use is a secondary ingredient in stainless steel, the base being iron. So, das heißt also Eisen und Chromium. Dann ist es dann Eisen und Chromium. Vielleicht noch mehr Chromium. Gucken wir mal. Wieso liegt das überhaupt da? Zack,
Zack. Steht hier noch irgendwas über Stainless Steel? Was haben wir denn noch über Stainless Steel hier stehen? Ah, Carbon Steel with Chromium, okay. Dann machen wir mal eben Carbon Steel. Carbon Steel war mit. Carbon Steel ist produced in ingot process, alloying wrought iron ingot with coal dust. Okay, das haben wir ja beides da. Das heißt, wir schmeißen jetzt ein Eisen und ein bisschen Kohlenstaub in das Ding. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Schalle. So. Gucken wir mal. Machen wir ruhig alles. So, das raus, das raus, das. Das rein, das rein. Weiter geht's. 4. Gut, dann, mehr gibt's nicht, ne? Weil das 2. Da müssen wir noch ein bisschen hier, wir müssen noch ein bisschen Iron Ingot machen. Ah, komm. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, wie viel das war. Springt er an? Ja, springt er an. So. Zack und zack. Ach nee, ich wollte das ja. 2. Also es ist noch zu wenig Carbon-Steel. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Carbon-Steel. Ja, vielleicht nicht alles. Machen wir nochmal 2 dazu. Also es sind immer 3 und 1, okay. Gut, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt lasse ich meine Knochen unten verrotten. Ne, die hole ich ja eben schnell noch. Da war ja mehr oder weniger wertvolles Zeug drin. Diesmal vielleicht. Diesmal vielleicht baue ich mich darunter. Gut. Das kommt hier in die Kiste, das kommt hier auch mal in die Kiste. Das kommt hier auch in die Kiste, das kommt hier wieder rein. Cool, das kommt zur Technik wieder zurück. So. Jetzt brauchen wir gerade 2 Folgen, um ein so eine scheiß Turbine zu bauen. Kann das angehen? Gut, wir haben nur die Spitzhacke dabei, das heißt, wir machen mal so ein bisschen YOLO-Style hier runter. So. Juhu, hui. Wären dann die dritten Knochen, die da unten liegen. Gucken wir mal. Man muss das auch nicht drauf anlegen, aber so ein bisschen will ich hier langsam wieder aus der Höhle raus. Da ist ein Monster. Das Monster, das wollen wir jetzt aber nicht. Gehen mal hier. Irgendwo ist doch das Loch. War das hier hinten? Hier war das, ne? War das hier? Da ist das. Gut, dann rein. Rüber und runter. Ja. Jetzt ist dunkel. Ist es denn da überall dunkel? Ne, da unten wird es wieder heller. Müssten wir gleich den Lichtschein schon sehen.
Ach, hier ist übrigens das Wasser. Es ist ja hervorragend gelaufen. Kann man denn da stehen? Ja, da kann man stehen. Und zwar hier. So. Das ist mein Eimer. Und das ist mein Zeug. So, das denn gerade. Ja. Gut, nachdem wir jetzt unser Zeug wieder haben, können wir eben kurz mal die Ausrüstung wieder anlegen. So. So, falls irgendjemand weiß, wozu dieser fehlende Slot hier ist, bitte mal sagen. Man kann da ja Sachen reintun, oder man konnte da mal Sachen reintun. Scheint nicht mehr zu gehen. Gibt es Ringe eventuell, die man da reintun kann? So Zauberringe, die dann irgendwie Special-Effekte haben? Oder ein zweites Schild? Oder irgendwie sowas in der Art? Sag doch mal. Ich könnte natürlich auch nachlesen, aber nö. So, jetzt haben wir wieder so viel Zeug dabei. Ich glaube, ich sortiere erstmal kurz das Zeug. Das kommt hier. Na gut, okay, wir können ja das... Obwohl das kaputte Schwert, das können wir eigentlich dann bei Zeiten mal aufbrauchen. So, von denen haben wir doch bestimmt auch schon welche, oder? So, jetzt kommen die erstmal in die Ramschkiste rein. Das kommt auch. Die Feder, na gut, die Feder, die kommt bei... So. Kommt hier mit rein. Dann haben wir ein bisschen Eisen. Eisenpopeisen. Wir tun es erstmal hier der Ordnung halber hier mit rein, weil hier ist schon was drin. Hier haben wir einmal ein bisschen rohes Fleisch. Lecker, lecker, lecker. Hat auch gar nicht wehgetan. So, zack. Zack. Fackel hier hin. Essen hier hin. So, zack. Kohle. Ach komm, was soll's. Den vollen Eimer. Den leeren Eimer tun wir erstmal hier wieder mit. Ach, hier wäre ja auch übrigens das Dings gewesen. Falls wir irgendwo mal einen Friedhof bauen wollen. So. Ja, sind wir hier wieder zum vernünftig eingerichtet. Da können wir jetzt hier nochmal gucken. So, wir haben hiervon. Also, 54 Minuten, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben bisher noch nichts geschafft, das ist gut. So, drei Damen, hier den komischen Medium Voltage, da braucht man den Scheiß wieder zu, aber den haben wir, glaube ich, auch noch. Genau, haben wir zwei hiervon. Den Rest habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Carbon Steel, da wollen wir eh noch ein bisschen Carbon Steel machen, ne? Das reicht sowieso nicht. Das heißt, wir nehmen einfach mal ein bisschen Eisen mit. Wir machen einfach mal wieder ein bisschen was. Falls wir es dann mal brauchen, auf Vorrat oder so, haben wir welches da. Ein Ingot, Coal Dust. Und wir gehen kurz mal ein bisschen Kohle machen. Kohle holen? Kohle machen. Wir machen erst noch ein bisschen Kohle. Sollte reichen. So. Zack. So läuft alles. Na, jetzt haben wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen was von. Könnte die Kamera eigentlich hier noch so von der Höhe so ein bisschen runter machen, oder? Oh, wenn ich mich ordentlich hinsetze hier. Oh, da knackt das noch, ne? So. Das ist irgendwie diese WIP-Funktion. Immer wenn man so ein Stück nach vorne geht und ein Stück nach hinten. Knack. Knack. Aber auch nur einmal. Keine Ahnung, was das ist.
So, jetzt ist auch wieder so die Birne hier in der Mitte. So, ist aber wesentlich gemütlicher so. So, jetzt haben wir hiervon. Ach ja, die brauchten wir für das Ding. Genau, der merkt sich das. Davon, da wollen wir auch wieder hiervon machen. So, also, zack, 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 zack. Dann brauchen wir hiervon. Spool of Copper Wire. Ja, das hat sich auch alles ein bisschen verändert, die Rezepte. Wie kriegt man denn eine Spule? Eine Spule macht man aus Plastik und Plastik macht man aus Paraffin und Paraffin macht man aus Öl und Öl macht man... Ach. Why? Ne, wir haben, glaube ich, noch Blätter in der Ökokiste. Gucken wir nochmal. Ja, guck mal hier. Wir haben hier auf jeden Fall genug Blätter, um da ein bisschen Öl draus zu machen. Und das ist ja auch sehr ergiebig, also von daher ist auch gar nicht weiter schlimm. Moment, wir tun das nochmal wieder alles zusammen. Ja. Zack. Zack. So. Schon ist es wieder ordentlich. Mehr oder weniger. So, und das musste jetzt in den Ofen, war das, ne? Dann tun wir das jetzt mal so. Moment. Dann tun wir das jetzt mal so lange in den Ofen. Ja, komm. Wir brauchen das Holz hier eh nicht.